Hi, ihr Bazis und willkommen zurück zu einem neuen Part Bellride. Ja, warum sagt sie denn jetzt Bazis zu uns? Naja, ganz einfach. Ich frage euch, wo ich Stroh oder Weizen herkriege und ihr sagt mir einfach, ja, geh doch halt zur Mühle, da findest du's. Und was macht die gute Luni? Rennt natürlich einfach zur Mühle und wird von ganz vielen Banditen überrascht. Also Leute, danke dafür, ne? Nein, Spaß, alles nur ein Scherz. Auf jeden Fall habe ich nochmal ein bisschen im Off gespielt, damit wir weiter voranschreiten. Und ich habe ja auch die Dorfhalle in Auftrag gegeben, war dann auch nochmal bei der Mühle, habe Weizen geholt vom Rand. Da ist ja so ein Loch im Zaun, da bin ich durch und dann war das easy peasy. Das habe ich aber auch nur durch Zufall entdeckt. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie weit ich gekommen bin. Und in dem Sinne, viel Spaß und let's go. Und somit, Leute, stehen wir hier vor unserer fertigen Dorfhalle. Ich habe gesehen, dass wir hier einen fortgeschrittenen Forschungstisch haben und habe natürlich dann auch gleich eine Forschung beauftragt, und zwar den Werkzeugmacher, weil ihr gesagt habt, beim Werkzeugmacher kann ich dann quasi die Riemen machen und die brauche ich, um bei dem anderen Forschungstisch weiterzukommen. Was haben wir denn jetzt hier alles drin? Also die ganzen Gewänder. Ich weiß nicht, das hier konnte ich ja bei dem anderen Tisch auch erforschen. Das heißt, ich kann den ja prinzipiell wahrscheinlich löschen, oder? Davon gehe ich zumindest aus. Dann haben wir hier ein Bienenhaus. Versorgt eure Siedlung im Laufe der Zeit mit Honig. Sehr cool. Eine Scheune haben wir, Speisekeller, Sammelhütte und Holzfäller kennen wir ja, eine Taverne. Siedler können hier kochen und essen. Rathaus ist dann quasi das Pendant zu der Halle, die wir jetzt gerade gemacht haben, schaltet nämlich anscheinend auch nochmal fortschrittlichere Gebäude frei und macht die zu einer größeren Bedrohung für andere Fraktionen. Und wir haben diese normalen Häuser. Die will ich dann natürlich auch erforschen. Da brauchen wir Stroh und Lehm, Weberhütte und Brunnen. Auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr cool, dass wir das jetzt alles hier haben. Und dann möchte ich eigentlich, dass wir das mit dem Werkzeugmacher heute irgendwie hinkriegen. Jetzt bin ich gerade überlegen, was habe ich denn noch gemacht? Wartet mal, ich zeig's euch. Ich war nämlich nochmal in Petstow und habe mir 4 neue Gefolgsleute besorgt. Und zwar einmal Alice Cooper. Die ist eigentlich relativ gut im Kochen und auch recht gut, würde ich jetzt behaupten, bei der Einhand. Dann haben wir den Ernst rekrutiert. Der ist sehr gut im Jagen und ist auch unser Jäger. Den Lukas habe ich. Der ist sehr, sehr gut in der Einhand. Und den Udo, genau. Der ist ja so mittelmäßig. Aber wir haben auf jeden Fall wieder 4 Leute, damit alles schneller geht. Und wie ihr seht, habe ich jetzt hier auch die Prioritäten eingestellt. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist oder ob man es vielleicht doch nochmal ein bisschen höher stufen sollte. Auf jeden Fall sieht das jetzt erstmal so aus. Dann habe ich unserem Bettler noch Schuhe gegeben und eine bessere Hose, weil der Arme immer noch barfuß rumgelaufen ist. Genau. Dann wollte ich mal ganz kurz zu unserem Feld gucken, denn hier habe ich nämlich auch schon Weizen gesät. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wenn hier dann der Flachs fertig ist, dann säen wir auf jeden Fall noch mehr Weizen, damit sich das natürlich auch für uns lohnt. Und für die neuen Häuser brauche ich ja auch wieder dieses spezielle Stroh. So, dann habe ich da hinten beim Wald noch eine Jägerhütte platziert. Jetzt habe ich gesehen, dass sie gerade Pfeile fertig gemacht haben. Wo sind denn die? Hier. Und ein Bogen ist da auch drinnen. Why? Wer war denn nochmal unser Jäger? Warst du das, Lukas? Nee. Ach, wer war's denn? Muss ich nochmal ganz kurz nachschauen. Lukas war's, ne? Nee, der Ernst ist der Jäger. Wo ist denn der Ernst gerade unterwegs? Wo ist er denn, der Ernst, die? Hier hinten, bei der Dorfhalle ist er. Dann gehen wir mal kurz hin. Ich wollte nämlich mal schauen, was er macht, wenn ich ihm den Pfeil und den Bogen gebe. Vielleicht wisst ihr das auch. Geht er dann auch Hirsche und so umbringen? Oder beschränkt er sich quasi ja nur auf Fallen? So, mehr kann er gerade nicht tragen. Der braucht auch auf jeden Fall eine Tasche noch. Die müssen wir ihm schnell geben. Und dann packen wir die anderen Pfeile einfach auch wieder ins Inventar. Den
Das Feuer mit dem Kochtopf habe ich auch platziert. Quatsch, eine brauche ich, Leute. Das hier kann auch weg. Genau. Also genau, das habe ich auch platziert. Und da sind sie auch schon dabei, fleißig Marmelade zu machen. Und das war der Odo. Wo ist jetzt schon wieder der Andahi? Ernst, wo bist du? Da. Vor meiner Schnüss. Hier ist er. Halt, Ernst. Ich habe noch etwas für dich. Und zwar kein Foto, aber eine Tasche. Viel Spaß damit. Nein, Scherz. Sehr schön. Dann würde ich doch mal sagen, jetzt schauen wir mal, wie viele Baumstämme Ihnen noch fehlen. Dass wir Ihnen kurz mal helfen. 4 Stück noch. Ja, dann, hier sind aber gerade halt keine Bäume mehr. Die haben halt alles schon irgendwie restlos weggehackt hier. Aber man braucht halt auch so ultra viele. Ich meine, es wachsen zwar immer wieder welche, aber... Ja, keine Ahnung, wie macht ihr das denn mit den ganzen Bäumen? So, dann schneiden wir hier mal die beiden. Es müssen ja dann 4 Stück sein. Denke ich. Essen müsste ich auch was. Fällt mir gerade so auf. Oh, das war nur eine. Aber das hier sind 3. Na gut. So, nehmen wir einmal den und einmal den. Tragen es dorthin. Ich bin mal echt gespannt, was ich dann da alles für Werkzeug machen kann. So. Also, wir haben hier einen und dort 2 noch. Dann holen wir die auch kurz. Dann können sie nämlich Forschinger betreiben. Und dann möchte ich gleich auch, dass wir diese besseren Häuser forschen. Weil die würde ich dann gerne so um die Dorfhalle platzieren und dann vielleicht noch einen schönen Platz, wo man irgendwie essen kann. Und ja, vielleicht auch die Lagerhütten einfach mal schöner hin. Weil so wie das jetzt ist, es ist ja einfach nur random irgendwie hingeklatscht. Und ja. So, passt es jetzt, ja? Dann lassen wir halt die Baumstämme jetzt trotzdem mal da drin. Ja, geh halt auf Zeiten, sagerte mal. 86% erforscht. Dann warten wir kurz, bis der gute Ernst fertig ist und können ja dabei mal einfach hier in unsere kleine Dorfhütte rein. Ich meine, die sieht so aus wie in den Cities auch. Ich glaube, dass da nur kein Lagerfeuer in der Mitte ist, oder täusche ich mich? Naja, Wayne, wie weit bist du? 95%. Go, 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 Ernst, go, Ernst. Nicht so ernst. Werkzeugmacher ist erforscht. Zeig mal her, das gute Stück hier. Oh mein Gott. Ja, okay, es geht eigentlich, ne? Wo sollen wir denn den Werkzeugmacher hinmachen? Oh, ist das riesig. Das ist very groß. Warum geht es hier nicht wegen den Büschen? Das wollte ich euch sowieso auch mal fragen. Kann man die Büsche irgendwie wegmachen? Weil das ist nämlich schon hier auf dem Feld zum Beispiel, wenn ihr das jetzt seht, auch ziemlich ärgerlich. Und ich kann den Werkzeugmacher da nicht hin verfrachten. Hier wird's gehen, aber das ist doch kacki. Das ist ein Riesenteil. Wo machen wir denn den Werkzeugmacher hin? Ich bin ja mal auch gespannt, ob man vielleicht Wege machen kann. Wie wäre es denn, wenn wir ihn da hinstellen? Ja, komm, das machen wir jetzt einfach. Was soll's? Wird schon scheiße ausschauen am Ende. Okay, dann kümmern die sich darum. Und wir schauen mal nach, dass wir jetzt das Haus auch hier in die Forschung geben. Und zwar das da. Lehm und Stroh. Jetzt lass mich mal gucken, wie wir nochmal an diesen einen Lehm kommen. Hier war es nicht, ne? Doch, hier war es. Never mind. Machen wir halt hier dabei mal die 1 und ja, mach mal 10 davon. Was braucht man dafür?
Wasser, Stroh und Lehm. Lehm haben wir. Stroh fehlt. Eindeutig. Man braucht da nämlich anscheinend übelst viel dafür. So, wie lange braucht denn das hier noch? Lange. Das heißt, ich glaube, es wäre ganz sinnvoll, wenn ich vielleicht nochmal schnell was esse und dann nochmal zum Weizenfeld hinschaue. Das wäre, glaube ich, keine schlechte Sache. Vielleicht gibt es ja Erdbeermarmelade zu mampfen. Nee. Kleines Stück verbranntes Fleisch. Alles klar, ziehen wir uns rein. Den ziehen wir uns rein, weil der fast abgelaufen ist und eine Beere. Ja, easy peasy. Dann düsen wir los. Es wird ja jetzt dann auch bald schon wieder dunkel. Genau, für das Errichten der Dorfhalle, nur mal so by the way, hat man 1000 von den Erfahrungspunkten bekommen. Das heißt, wir hätten jetzt auch wieder was, um vielleicht noch zwei Leute oder so zu rekrutieren. Da würde ich aber dann vielleicht tatsächlich warten, bis wir dieses eine Haus auf jeden Fall schon mal gebaut haben. So, und jetzt ernten wir hier mal ganz fix. I hope, das reicht zum Erforschen des Hauses. Ist auch schon krass, dass man 5 Stroh braucht für ein Stroh. Also das ist schon eine ganze Menge, ehrlich gesagt. Aber gut, kann man halt auch nicht ändern. So, dann einmal alles in den Drescher und, hä, woher habe ich einen Stein und und eine Beere? Naja, was soll's. Strohauftrag. Wir machen jetzt einmal mal 20. Ach, wo ist denn der Rest am Stroh? Hat schon wieder jemand was rausgenommen? Ja, vermutlich. Naja, kein Problem. Hier haben wir ja auch schon Stroh. Dann müssen wir einmal dahinter zur Weberei. Einmal this way. Und, okay, das hier ist auf jeden Fall schon noch drin mit dem Auffüllen. Das passt. Also an Leinen haben wir die Zielmenge erreicht. Dann würde ich die jetzt einfach mal auf 20 erhöhen, sagen wir mal. Damit man einfach noch mehr vorrätig hat. Für Seil haben wir nicht genug Ressourcen, da fehlt Hanf. Ja, ich denke aber, Hanf können wir eigentlich auch anbauen. So, was ist jetzt hier Sache? Hier muss man einfach Zeug hinzufügen. Alles klar. Hier sind Pilze gerade fertig geworden. Die nehmen wir mal weg, nicht dass die verbrennen. Und packen sie gleich mal ins Lager. Und die Ema hat in Ernten Nummer, Stufe 3 erreicht. Auch geil. Einen essen wir und die anderen zwei schmeißen wir da rein. Kann ich auch eine Beere essen? Nee, ist noch voll. Ja, was machen wir denn dann jetzt, Hatle? Ich brauche auf jeden Fall Hirschfell, glaube ich. Denn ich habe es mir mal angeschaut, die ganzen Quests, die wir haben. Hier müssen wir ihm ja auch zwei Fell bringen. Das Problem ist, das Fell, was ich habe, also Wildschwein und Kaninchen, nimmt er nicht. Das heißt, es bleibt ja eigentlich nur noch der Hirsch und davon habe ich nichts. Dann haben wir den Händler in Not, der braucht das robuste Hemd, was wir immer noch nicht erforscht haben. Die goldenen Schuppen sind in der Nähe von der Mühle, aber da ist auch wieder so ein Banditenlager in der Nähe. Das heißt, da weiß ich jetzt auch nicht, ob ich alleine hingehen kann. Also schreibt mir gefälligst, ob ich das alleine kann oder nicht. Dann haben wir Sicherheit geht vor. Der will auch wieder robustes Hemd und Karawanenteile. Die kriegen wir wahrscheinlich dann irgendwo. Hier müssen wir die Vertrauensstufe Freund in Bradford erhalten. Da waren wir noch nicht mal. Und bei der Bewährungsprobe brauchen wir eine Hirschtrophäe. Und dafür fehlt uns logischerweise auch das Hirschfell. Deswegen habe ich ja eigentlich meinen Jäger mal mit Pfeil und Bogen ausgestattet. Aber bisher, muss ich sagen, haben wir noch kein Hirschfell. Das ist halt sehr belastend, aber irgendwie muss das ja mal hinhauen. Wie schaut es hier aus? Ja, ich glaube, der macht hier so ein bisschen. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt auch noch mal nach Herndien gehen und gucken, was die da noch so für Quests haben. Oder nach Padstow.
Ich würde halt aber eigentlich gerne auch mal die ganzen Quests erstmal fertig haben, bevor ich halt so viele annehme. Deswegen gute Frage. Ich meine, jetzt wird es eh dunkel, das heißt, wir gehen jetzt auch einfach erstmal schlafen. Und ja, dann schauen wir einfach mal. Leute, Leute, Leute. Als ich gepennt habe, habe ich mir überlegt, was wir denn machen könnten, bis alles fertig ist. Und dann habe ich mir gedacht, wisst ihr was? Weil ihr ja so gerne seht, wie ich scheitere oder mich ins Abenteuer stürze, werden wir jetzt die Quest verfolgen und nach dem Schatz gucken. So sieht's nämlich aus. Das heißt, ich bereite mich jetzt mal vor. Ich weiß nur nicht wie. Ich brauche das hier erstmal zum Essen und den verbrannten Pilz, ja. Dann nehme ich mir auf jeden Fall hier was mit. Und wo sind denn eigentlich meine Verbände? Und ein Schild brauche ich noch. Das habe ich alles irgendwie abgelegt. Also ein Schild habe ich hier. Verbände habe ich dort. Dann nehmen wir einfach so viele mit, bis die Tasche voll ist. Und dann möchte ich eigentlich noch eine Keule, weil ich gerade keine habe. Die ist aber schon so im Arsch. Von wem ist sie denn nicht so kaputt? Lubomir, zeig mal deine. Die ist auch kaputt, so sehr. Aber wie viel kostet es denn, die zu reparieren? Das ist ja die Frage. Kupferbarren und Holz. Ich denke, das kriege ich hin. Dann gehe ich mit einer frischen Waffe. Und dann passt es. Kupferbarren habe ich einmal. Ich hoffe, dass hier jetzt auch noch Holz drin ist. Ja, oh, mein Gott, genau noch vier und wir brauchen drei. Supi. Dann reparier bitte die verstärkte Keule. Verbände habe ich, Schild habe ich. Axt habe ich und verstärkte Keule. Dann ist hier schon wieder so eine Fruchtfliege. Weg mit dir. Jetzt gucken wir mal, wie gehen wir denn? Das ist hier. Also eigentlich könnten wir auch vier von Pet Store hindüsen. Ja, ich glaube, das ist nicht schlecht. Dann gehen wir zum Reiseschild und düsen dann nach Pet Store. So, then this way. Macht sie. Das denke ich mir auch. Guck mal, was da jetzt so auf uns zukommt. Und entweder ihr freut euch gerade oder ihr lacht mich mal wieder aus. Gehst du rüber oder was ist da los? Hallo. Danke. Klicken wir wieder H fürs Autolaufen. Das ist so geil, dass es diese Funktion gibt. Das ist so der Hammer. Und das vermisse ich so in Enshrouded tatsächlich, dass man nicht Auto laufen kann. Aber na gut, wir sind ja hier nicht in Enshrouded, sondern in Bellwright. Und da geht das also alles zupi. Oh, Hilfe. Was ist denn da? Oh nee, was hat mich denn jetzt schon wieder gesehen? Kannst du da hoch? Oh, das sind ja Banditen. Ja, komm halt her mit deiner Kackheugabel. Also euch schaffe ich. Glaube ich. Ja. Jetzt haben die mich halt voll hier in die Ecke gedrängt. Okay. Er ist tot und der andere haut gegen einen Stein, du Vollhorst. Hat dir das wehgetan? Komm her. Komm her, du Bandit. Scheiße, das hat mir wehgetan. Bitte, ich darf nicht sterben. Scheiße. Nein, geh rauf, schnell. Ach. Mann, ich wollte mich einfach nur abwenden. Ist der Depp da noch? Nee, der hat sich vom Acker gemacht. So hässlich und ihr lacht euch bestimmt schon wieder ins Fäustchen. Naja, also da ist auf jeden Fall unser Loot, alles nehmen. Und hier sind die Überreste noch von ihm.
Oh wow, ein Verband. Schön, das hättest du ja auch sparen können, du Depp. So, also 5 für einen Pilz. Und was hatten wir noch? Hier, den da, das kann erstmal weg. So, dann verfolgen wir jetzt aber wieder mal weiter unseren Weg. Ohne Banditen hoffentlich. Aber ich wette, da lungern auch wieder so viele rum. Waren wir dort eigentlich schon? Ich glaube schon. Ob wir den Schatz heute finden oder ob ich den Part jetzt an dieser Stelle beende? Nein, Quatsch, mache ich natürlich nicht. Ich will ja auch wissen, was da drin ist. Oh, ich glaube, da vorne ist die Mühle. Nee, das ist dieses Banditenlager. Ja, da sind auch so viele. Ich habe es mir doch gedacht. Jetzt schaue ich mal, ob ich irgendwie hier vielleicht hinkomme, ohne dass sie mich sehen. Aber ich denke, das könnte vielleicht machbar sein. Jetzt bin ich doch eh gleich da. Wer geht da? Ist der nett? Ja, mit dem muss ich, glaube ich, reden. Ach so, jetzt bin ich schon am Ziel. Irgendwie habe ich das anders verstanden. Aber na gut. Hallo, John. Stopp. Er hat gehört, dass wir Fragen über die uralten Fischergeheimnisse haben. Ja, vielleicht bin ich das. Immer mit der Ruhe. Kleiner. Hör zu, ich bin nicht hier, um dir auf die Füße zu treten. Karten führen zu Schätzen, Schätzen führen zu Gier. Wir lassen gerne... Blablabla. Oh. Ja, hey, hallo, das ist fei... Bist du... Also, was ist jetzt mit dem schon wieder los? Komm, nimm deine Keule. Was willst denn du eigentlich von mir? Oh mein Gott, der ist auch so stark. Ob das mein Schild so lange aushält? Ach so, du willst von hinten angreifen, oder was? Heute nicht. Aua, jetzt hat er mich getroffen. Oh, mein Schild ist kaputt. Okay, lauf. Lauf. Ich muss ihn aber töten. Wie mache ich denn das jetzt? Nein, geh weg. Ich habe keine Zeit für dich. Oh, er trifft mich da auch. So ein Mist. Okay, er läuft weiter. Oha, seht ihr meinen Lebensbalken? So null. Scheiße, wenn der mich jetzt noch einmal trifft, bin ich im Arsch. Und der ist mir dicht auf den Füßen. Oh mein Gott. Lauf. Ich muss irgendwo hin, wo er mich nicht kriegt. Komm schon, komm schon. Kletter. Scheiße, was mache ich da? Ich bin so ein Depp. Oh, er ist abgedreht. Oh mein Gott. Verbinde dich. Hallo? Da kommen, das sind schon wieder zwei davon. Oh, das war knapp, Leute. So, ich düse jetzt irgendwie hier in Sicherheit. Wenn ich hier in Sicherheit sein kann. Hier, ich verstecke mich auf dem Dach. Jawohl, ja. Sehr schön. Ja gut, Leute, dann weiß ich Bescheid, dass ich den umnieten muss. Und ich glaube, da stand auch irgendwas von fehlende Schaufel. Das nehmen wir dann auf jeden Fall mit und vielleicht nehme ich mir dann auch noch einen Gefährten mit, wenn ich wieder zu ihm düse. Und dann, meine lieben Leute, sehen wir uns auf jeden Fall wieder im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und eine gute Zeit und dann in dem Sinn sage ich Bye!